Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Immobilienrecht fragt Dan. Mein Name ist Dan Katzlinger, ich bin Immobilienanwalt in Innsbruck und heute geht es um eine Frage, die sich viele stellen, die als Lebensgefährten eine Eigentumswohnung kaufen. Man denkt zwar ungern daran, aber manche tun es doch. Was passiert eigentlich, wenn einer der beiden Lebensgefährten stirbt mit der Wohnung? Und da gibt es im Wohnungseigentumsgesetz eine klare Regel: Wenn einer der beiden Miteigentümer stirbt, erbt der andere automatisch von Gesetzes wegen seinen Anteil. Das ist eine sinnvolle Regelung, damit die Wohnung sozusagen in der Hand des überlebenden Lebensgefährten bleibt. Dann gibt es eine Ausgleichszahlung, die grundsätzlich geschuldet wird. Das heißt, der Überlebende muss an die Verlassenschaft des gestorbenen Partners eine Ablöse zahlen, und zwar in der Höhe des halben Verkehrswertes des geerbten Anteiles. Davon kann man zwar grundsätzlich abweichen, aber nur, wenn für die Verlassenschaft kein Inventar zu errichten ist und wenn dadurch nicht die Interessen von Gläubigern geschädigt werden. Auch im Voraus kann man auf diese Abgeltung verzichten, und zwar mit einer Schenkung auf den Todesfall oder mit einer letztwilligen Verfügung, zum Beispiel in einem Testament. Diese Fragen stellen sich natürlich oft erst, wenn es zu spät ist. Es ist also sinnvoll, schon beim Ankauf sich Gedanken darüber zu machen, auch was mit einer Wohnung geschehen soll, falls jetzt einer vielleicht nicht stirbt, aber vielleicht, wenn man sich mal trennt. Wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt, zu Themen rund um den Immobilienkauf, schreibt mir eine Nachricht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.